Okay, der folgende Talk heißt Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, was der Antiterrorkampf von der Urheberrechtsdurchsetzung lernen kann. Unser Sprecher ist Markus Beckedahl, Blogger, Aktivist, Journalist, Gründer der Republika-Konferenzen, hat den Grimme Online-Preis gewonnen für netzpolitik.org und jetzt komme ich nicht mehr wirklich umhin, was anderes über ihn zu sagen. Bitte begrüßt mit mir einen quasi Landesverräter. Guten Morgen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Mir wurde eben gesagt, ich darf erst anfangen, wenn die Tür da oben wieder aufgeschlossen ist. Und die ist immer noch nicht aufgeschlossen. Entschuldigung, ja, das ist tatsächlich so. Das habe ich gerade falsch interpretiert. Das Gute ist, ich kann aber dann einfach noch ein paar andere Dinge über dich erzählen. Wie wäre das? Ja, mal erzähl ruhig was. Wer von euch war denn auf dem Camp 2015 und hat den Talk vom Markus und vom André gesehen, wo sie am Grunde das Thema Landesverrat und die Ermittlungen, die es darum gab, mal so ein bisschen kurz zusammengefasst haben? Gebt doch einfach mal Hände hoch, wer war denn da? Erstaunlich wenig auf dem Camp waren. Das hätte ich nicht erwartet. Wer hat den Talk von André gestern gesehen? Vorgestern. Entschuldigung, korrekt. Das ist, der Kongress ist immer ein langer Tag. Es sind schon ein paar mehr. Okay. Ja, falls ihr euch wundert, warum es nicht losgehen kann, eine Tür ist abgeschlossen, sagen nicht alle Fluchtwege benutzbar sind, kann leider auch der Talk nicht starten. Ja. Das ist aber insofern nicht weiter tragisch, als dass hiernach A, große Pause ist und B, der dann folgende Talk ohnehin abgesagt ist. Das heißt, wir haben ganz viel Zeit, sowohl für den Vortrag als auch für Fragen und Antworten im Anschluss. Also eigentlich kein Zeitdruck. Also ich glaube, das ist eine Fake News, weil die andere Person hat mir eben erzählt, wir dürfen höchstens 2 Minuten überziehen. Wir müssen ja trotzdem den Saal irgendwann sauber machen, aber so ein bisschen still ist immer. Okay. Methodisch inkorrekt wäre sonst auch noch da, die kriegen bestimmt auch eine Tür auf. Genau. Ansonsten, wir haben diesen Vortrag mit 2x Übersetzung und das hat auf dieser Konferenz für erstaunlich viele Vorträge geklappt. Ich finde, da haben sich die Leute, die da hinten immer in der Kabine sitzen, da ist es dunkel und eng, auch mal einen Applaus für verdient. So, jetzt Tür ist offen. Ja. Super, danke für den Türöffner. Ja, danke fürs Kommen. Ist auch gerade etwas ungewöhnlich, 3 Netzpolitik-Vorträge parallel. Ich wäre auch lieber in den anderen beiden. Aber gibt ja alles auf Video, habe ich gehört. Hier auch auf Russisch. Später. Ich rede über ein Thema, was eigentlich total trocken ist und niemanden interessiert. Leider ist es aus unserer Sicht eines der wichtigsten Themen im Moment, weil worüber ich jetzt rede, da gibt es Parallelen in verschiedenen netzpolitischen Debatten. Privatisierung der Rechtsdurchsetzung beschreibt eigentlich, dass mittlerweile immer mehr klassische Rechtsdurchsetzung nicht mehr auf einem rechtsstaatlichen Wege passiert, sondern durch private Akteure. Und der Staat manchmal auch ein Interesse daran hat, Verantwortlichkeiten abzuschieben, weil man hofft, gewisse Probleme irgendwie dann auch durch andere Akteure lösen lassen zu können. Dass private Rechte privat durchgesetzt werden, ist nicht so ganz neu. Das Presserecht ist so ein klassisches Ding, habe ich mir erklären lassen von Juristen. Aber auch da geht es vor allen Dingen immer darum, dass ein Gericht zum Schluss oder zwischendurch entscheidet, was jetzt durchgesetzt wird und was nicht. Bei der Privatisierung der Rechtsdurchsetzung entscheiden auf einmal private Akteure wie Plattformen auf Basis ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die ihr wahrscheinlich noch nie gelesen habt, was auf den Plattformen passieren kann und darf und was nicht. Und das ist ein ziemliches Problem. Viele werden jetzt sagen, für mich nicht, ich bin nicht bei Facebook, aber viele andere sind auf Facebook zum Beispiel. Und da ist es ein Problem. Es ist auch ein Problem, dass halt quasi mittlerweile ein Großteil des öffentlichen Raumes in Hand von privaten Akteuren ist. Vergleichbar mit einem Einkaufszentrum.
Also ein Einkaufszentrum ist nicht dasselbe wie ein Marktplatz. Auf dem Marktplatz hat man selbstverständlich Grundrechte, Versammlungsfreiheit und so weiter. Man kann sein Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben, man kann Demonstrationen anmelden. Aber wer von euch hat schon mal eine Demonstration erfolgreich in einem Einkaufszentrum durchgeführt? Und wir haben gerade jetzt das Problem, dass halt diese Privatisierung der Rechtsdurchsetzung, was als Konzept schon ein bisschen älter ist, gerade jetzt vor allen Dingen so dominant wird, weil private Plattformen werden dominant. Auch wenn jetzt wahrscheinlich hier, wie gesagt, ein Teil sofort sagen würde, ich bin nicht auf Facebook. Wir müssen damit leben, dass mittlerweile ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland sich jeden Tag über Facebook informiert und Facebook eine der dominanten, wenn nicht sogar die dominanteste meinungsbildende Plattform mittlerweile geworden ist. Und Facebook ist erst 10 Jahre alt, 1,6 oder 1,8 Milliarden Menschen sollen sich dort international einloggen. Und Facebook ist nur eines von verschiedenen Plattformen, die halt als private Akteure quasi über ihr Hausrecht, über ihre AGBs, die man immer nur einmal im Jahr irgendwie als Veränderung weiterklicken muss, bestimmt, wie wir kommunizieren, wie wir leben. Und dazu kommt natürlich noch die Technik, die sie uns vorgeben. Weitere Folgeeffekte Privatisierung öffentlichen Raumes ist, dass es natürlich auch Problem darstellt, wenn unsere Gerichte immer mehr überlastet sind, wenn es zu wenig kompetentes Personal gibt, was zum Beispiel IT-Fragestellungen auch Gerichten, bei Staatsanwaltschaften irgendwie behandeln kann. Und hätte man alles früher mal sich drum kümmern können, hat man aber nicht getan. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wo kommen denn die freiwilligen Kooperationen zwischen privaten Akteuren und Staaten sozusagen her, dann gibt es vor allen Dingen eine Debatte, die in Deutschland vor 7 Jahren sehr präsent war. Das war Zensursula. Ursula von der Leyen hatte die super Idee, Stoppschilder im Internet zu errichten, im Kampf gegen Kinderpornografie. 5 Provider mit 75% Marktanteil hatten sich damals zu einer freiwilligen Kooperation mit Ursula von der Leyen zusammengesetzt. Sie präsentierten diese Stoppschilder. Sie hatten zugestimmt, sich täglich Filterlisten vom Bundeskriminalamt schicken zu lassen, um über eine DNS-Filterung diese nicht mehr zugänglich machen zu können, stattdessen ein Stoppschild dahin zu hängen. Dazu gehörten Deutsche Telekom, Vodafone, Arcor, Alice, Hansenet, Kabel Deutschland, Telefonica, O2. Wir sagten, sie installieren da eine Zensurinfrastruktur, die wir nicht mehr demokratisch kontrollieren können. Es gab dann einen Aufschrei, 2% für die Piratenpartei, irgendwie zwischendurch erkannte noch die SPD, dass man möglicherweise ein Problem mit freiwilligen Kooperationen hat. Man brachte das Zugangserschwerungsgesetz, es gab eine neue Regierung, die SPD war weg, das Zugangserschwerungsgesetz war weg und die freiwillige Kooperation war weg. Die Piraten waren ein bisschen später weg. Das auf jeden Fall gab es damals eine große Debatte über freiwillige Kooperation, beziehungsweise es gab eine große Debatte, warum sie schlecht sind. Es gab eine große Debatte darüber, dass wir keine Zensurinfrastrukturen solcher Art haben wollen. Und das war auch gut so. Das Problem ist, wir bekommen sie gerade und keiner interessiert's. Es gab zwischen 2009 und jetzt viele Versuche auf internationaler Ebene, besonders in der Urheberrechtsdurchsetzung, Filter einzuführen. Das Urheberrecht ist eine ungeklärte, lange Geschichte voller Komplikationen. Seitdem ich Netzpolitik mache, muss ich mich mit dem veralterten Urheberrecht rumschlagen. Und es wird nicht besser, es wird immer schlimmer. Aber wir hatten auf der einen Seite eines der wenigen Sachen, die in den letzten 15 Jahren reformiert wurde im Urheberrecht, war die Schaffung einer Abmahnindustrie, beziehungsweise alle Sachen, damit eine Abmahnindustrie eingeführt werden kann. Und mehr Reformen sind mir jetzt auch nicht gerade bewusst. Wir hatten um 2012 endlich mal eine große Debatte um ACTA. ACTA wurde seit 2008 im Geheimen verhandelt, ein Freihandelsabkommen zur Bekämpfung von Piraterie, so wurde es genannt. Wir hatten damals schon kritisiert, dass hier viele Mechanismen einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung in den Texten drin standen, dass Staaten sich gerne darauf einigen wollten, Internetzugangsanbietern, Internetplattformen zu verpflichten, freiwillig Filter einzuführen, damit halt mal diesem Urheberrechtsproblem eine Lösung gefunden werden kann, dass man es nicht reformieren muss, sondern dass es irgendwie funktioniert, weiter so zu laufen wie bisher. Es gab parallel zu ACTA schon auf EU-Ebene
Dialoge mit Internetanbietern, Internetplattformen, ein Dialog über illegales Up- und Downloaden. Da schlug die EU-Kommission schon freiwillige Anwendungen von Sperrungen und Filterungen von Peer-to-Peer-Verkehr vor. Die EU-Kommission drängte damals schon ihr Internetdienstanbieter dazu, ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen so abzudecken, dass sie halt unbegrenzte Möglichkeiten hätten, Webseiten zu löschen, Zugang zu Webseiten über Links, die man teilt und so weiter, zu löschen, was aber eine Verletzung der EU-Grundrechtscharta darstellt. Also man muss sich das so vorstellen, also wir sind Deutsche, wir kennen das. Wenn die Bundesregierung etwas vorstellt, was gegen das Grundgesetz geht, ist das halt blöd, weil eigentlich die Aufgabe der Bundesregierung ist, das Grundgesetz zu schützen und durchzusetzen. Auf EU-Ebene haben wir das halt auch. Dass hier halt die EU-Kommission denkt so, ja, EU-Charta der Grundrechte oder Grundrechte-Charta, wen interessiert's? Wir machen einfach was anderes. Man dachte halt auch die ganze Zeit schon, naja, wenn die Provider das freiwillig machen, dann geht das ja. Dann kann ja keiner klagen. Und das ist halt eines der Probleme, die halt die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung mit sich bringt. Es gibt ein anderes Beispiel, also dieser Dialog über illegales Up- und Downloaden scheiterte zum Glück auch. ACTA scheiterte, 2-3 Jahre traute man sich nicht mehr an das Thema ran, zumindest bei der Urheberrechtsdurchsetzung. Aber es lief trotzdem einiges weiter. Google entfernt beispielsweise umgerechnet 1 Million Links pro Tag, die Urheberrechte Inhaber oder Rechteverwerter automatisiert in Google-Formulare hochladen. Geschätzte 345 Millionen Löschanfragen soll es in 2014 gegeben haben. Google braucht nach eigenen Angaben 6 Stunden, um einen Link zu löschen. Könnt euch vorstellen, da findet sicherlich eine große Prüfung statt, ob jede Löschung auch gerechtfertigt ist, wenn ein Rechteinhaber was hochlädt und die Liste abgearbeitet werden kann. Die Liste von Kollateralschäden ist lang, von vielen GitHub-Projekten bis hin zu lauter legitimen Videos, die auf einmal gelöscht wurden, weil andere meinten, sie wären die Urheber davon. Auch das ist eine Form von Privatisierung der Rechtsdurchsetzung. Also Google macht das, weil Google durch den Digital Millennium Copyright Act, dem DMCA, amerikanischen Copyright-Gesetzgebung, dazu verpflichtet ist, innerhalb von einem Tag über ein Notice-and-Takedown-Verfahren Sachen zu entfernen. Und wenn sie es halt nicht entfernen, dann wird es teuer. Und damit sie halt nicht die Rechnungen bezahlen müssen, die Strafrechnung, entfernen sie lieber zu viel als zu wenig. Das nur mal dazu. Kommen wir jetzt mal zum Terror. Also seit vielen Jahren versucht man, Zensurinfrastrukturen durchzubringen. Kinderpornografie hat zumindest in Deutschland nicht geklappt. Anderen Staaten leider schon, anderen Staaten der Europäischen Union. Urheberrecht hat nicht geklappt. ACTA und so weiter, alles gescheitert. Terror haben sie gerade einen Durchlauf. Um 2011, 2012 gab es ein EU-Projekt namens Clean IT, was damals schon wenige interessiert hat. Man konnte es auch als die dümmste Sammlung an Vorschlägen für Internetregeln der gesamten Geschichte der Menschheit bezeichnen, wie European Digital Rights es damals gemacht hat. Und ich würde jeden Satz oder diesen Satz auch sofort unterschreiben. Das Problem ist, damals schon kam innerhalb von Clean IT so als halboffizielles EU-Projekt Terrorbekämpfer, also Verfassungsschutz, BKA, Innenministerium aus deutscher Seite und so weiter, mit Internetfirmen aus ein paar Staaten der EU zusammen, um gemeinsame Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus im Internet zu machen. Dazu gehörten dann auch zu den Vorschlägen, die man dann halt als am Ende dieses IT-Projekts, was eigentlich eine große Laberrunde war, ne, aber man kriegt halt Geld, um sich zu treffen und dann bringt man zum Schluss irgendwie einen Forderungskatalog raus, waren halt so Vorschläge wie freiwillige Industriestandards für Notice and Takedown, Upload-Filter und ein Alarmknopf fürs Internet. Clean IT war zwar kein Masterplan der EU, aber eine kommende oder eine Blaupause für das kommende EU-Forum Internet, von dem ihr wahrscheinlich noch nie was gehört habt, was aber jetzt eine große Rolle spielen wird. Das EU-Internet-Forum, zuerst Forum der Gemeinschaft der Internetdienstleister genannt, das war aber ein bisschen zu uncool, also hat man das EU-Internet-Forum abgekürzt, trifft sich seit 2014.
14. Das erste Treffen, was wir so dokumentieren konnten, war ein Treffen am Rande des G6-EU-Innenministertreffens Deutschland, Italien, so Frankreich und noch drei andere. Plus, damals war noch dabei USA, Kanada, wir haben nicht ganz verstanden, warum, und Türkei. Damals gab es ein gemeinsames Abendessen am Rande von so einer G6+1+1+1 Sitzung mit Facebook und Co., um mal so zu klären, wie geht man jetzt so mit Terror im Netz um, vor allen Dingen Terrorpropaganda. Es hieß dann, ja, wir treffen uns jetzt mal ein bisschen formeller. Hier ist halt so beim ersten, so ein Gruppentreffen, beim ersten Forum. Leider hat die EU nur so total verpixelte Bilder oder kleine Bilder gemacht, sonst könnte man sie alle schöner sehen, ne? Aber das Ziel dieses Projekts sei es nicht, Freiheit im Internet einzuschränken. Aber andererseits kümmern wir uns um Fragen der Sicherheit und wollen die Nutzung des Internets für terroristische Zwecke beschränken. Das sagt schon alles aus, was so damals das Ziel war. Seitdem gibt es verschiedene Treffen und es hat sich auch alles so ein bisschen ausgeweitet, um was es da gehen soll. Also am Anfang hieß es, die Herausforderungen, die aus der Nutzung des Internets durch Terroristen erwachsen, sowie mögliche Antworten und Gegenmaßnahmen. Punkt 1, Werkzeuge und Methoden, um auf terroristische Online-Aktivitäten zu reagieren. Insbesondere konkrete Initiativen zur Entwicklung von Gegenentwürfen, Counter-Narratives. Zweitens, freiwillige Maßnahmen und Selbstregulierung. Zum Beispiel Kennzeichnung und Berichtsverfahren, Strafverfolgungsmaßnahmen, zum Beispiel Sonderschwerpunkt, Büros, Ansprechstellen, Ermittlungsvorhaben. Was auch noch ziemlich schnell reinkam, war Krypto, Verschlüsselung, wo man schon mal beim Thema ist, Terrorismus, ne? Muss man dringend drüber sprechen. Aber auch damals war es schon so, ne? Dass man halt sagte so, Terror, was immer Terror ist, da komme ich gleich zu, findet online statt. Wir brauchen dagegen Propaganda zu. Ursprünglich von Cecilia Malmström ins Leben gerufen. Cecilia Malmström ist jetzt Handelskommissarin Schweden, war vorher Innenkommissarin der EU bis 2014. Auch bekannt, sie kriegte dann irgendwann den Spitznamen Censilia von Censor und Cecilia. Also manchmal hat man halt Glück, dass halt Namen so passen. Wir waren ja auch damals froh, dass Ursula von der Leyen Ursula hieß und nicht Brigitte, sonst hätte Censursula nicht geklappt und so weiter. Cecilia Malmström war schon dafür, so ein Forum der zentralen Akteure der Kommunikationsindustrie ins Leben zu rufen, um halt ja... weil es darum gehen sollte, wie den Nutzern die Meldung von anstoßerregendem oder potenziell illegalem Material erleichtert werden kann, wie Gegennarrative im Netz geschaffen werden können und wie leicht erreichbare alternative Botschaften ins Netz gestellt werden können, die zu kritischem Denken anregen. Wir dachten natürlich sofort an ACTA, wo dann wir eine erfolgreiche Kampagne gegen ACTA führen und die EU-Kommission dann alternative Botschaften ins Netz stellt, um zu kritischem Denken zu kommen. Also im Endeffekt geht es halt auch darum, ja, Gegenpropaganda zu machen, die Sicht der EU-Kommission nahezulegen gegen andere, die andere Ansichten haben. Das war 2014 Cecilia Malmström. Mittlerweile ist Herr Avramopoulos Minister für Inneres und Migration, ein Grieche. Und er ist auch ein sehr großer Freund von Europol. Europol spielt da auch wiederum eine große Rolle in diesem ganzen Forum Internet. Europol ist halt die europäische Polizeibehörde, sozusagen BKA auf EU-Ebene. Naja, und Europol hatte dann auch so die lustige Idee, naja, bisher ging es hier um Terrorpropaganda, wo wir schon mal dabei sind, können wir es auch sofort ausweiten auf die Entfernung solcher Postings, die Migranten und Flüchtlinge anziehen könnten. Removal of Internet Content used by traffickers to attract migrants and refugees. Es gab dann auch sofort drei Stellen beim Innenministerium. Diese sollen eingesetzt werden für die Zerschlagung von Schleppernetzen und die Ermittlung von Internetinhalten, mit denen Schlepper Migranten und Flüchtlinge anlocken, sowie für die Erstellung von Anträgen zur Entfernung dieser Inhalte aus dem Netz. Also, ne, klassisches Muster. Erstmal geht's ganz klar um Terror. Alle haben islamischen Staat im Blick. Sobald man sich erstmal darauf geeinigt hat, dass man irgendwie anfängt, in diese Richtung zu gehen, kommt sofort der Nächste, sagt so, ey, wo wir schon mal dabei sind, ne, hier, Fluchthelfer, auch noch sofort erstmal rein. Bei dem
Forum Internet, was dann offiziell 2015 gegründet wurde, hatte man dann 5 Internetfirmen eingeladen, wo wir uns immer noch fragen, wie kommt eigentlich AskFM auf die Liste? Man weiß es nicht, also ich weiß es nicht, wahrscheinlich haben wir uns auch nicht genau darum gekümmert, anscheinend Firma aus Lettland hat anscheinend 160 Millionen Nutzer, wer weiß, wie viele davon aktiv sind. Wir haben auch die Verschwörungstheorie, dass sich irgendjemand geirrt hat, weil die Amis haben parallel ein so eine Art Forum-Internet ins Leben gerufen und statt AskFM haben sie Apple eingeladen. Möglicherweise hat sich halt irgendjemand vertan mit irgendeiner Firma mit A, wissen wir nicht. Aber als es dann offiziell gegründet wurde, hieß es dann schon, naja, also 3 Sachen. A, welche Instrumente zur Bekämpfung terroristischer Propaganda im Internet und in sozialen Medien können eingesetzt werden? Andere Herausforderungen, die sich im Zusammenhang mit dem Internet stellen, wie zum Beispiel die Bedenken der Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf neue Verschlüsselungstechniken, sollen thematisiert werden. Und Ziel ist es, Möglichkeiten der praktischen Zusammenarbeit mit Internetdienstleistern zu finden, um diesen Herausforderungen zu begegnen, also Überwachungsschnittstellen. Das Innenministerium erklärte dann auch nochmal auf Anfrage von Abgeordneten, wir können und wollen nicht grundgesetzlich vorschreiben, welche Inhalte bei Internetdiensten gezeigt werden oder und nicht. Blöde Meinungsfreiheit, ne? Aber wir appellieren an die humanitäre Verantwortung, an die ethische Verantwortung, bestimmte Inhalte vom Netz zu nehmen, wenn Regierungen sie darum bitten. What could possibly go wrong? Man sagt auch gleich, da habe Kinderpornografie, das hat super funktioniert, warum nicht im Kampf gegen Terrorismus einsetzen? Naja, und die Idee ist halt, dass halt Facebook und Co., wie ich am Anfang schon sagte, über ihre allgemeinen Geschäftsregeln einfach mal definieren, was halt geht, was halt nicht geht. Und halt einfach mal, ja, dann anfangen, quasi Richter und Henker und alles Mögliche zu spielen und möglichst viel zu löschen. Europol, wie gesagt, kam schon irgendwie dazu, hatte dann auch die tolle Idee einer Meldestelle der EU Internet Referral Unit für unliebsame Internetinhalte. Könnt euch jetzt mal genau überlegen, was sind unliebsame Internetinhalte, ist ja alles immer eine Frage der Perspektive und so weiter, aufzubauen und gemeinsam also diese Meldestelle beim Antiterrorzentrum zu bringen. Und diese Meldestelle ist auf einmal dann ein Zentrum für das Sperren und Löschen unliebsamer Internetinhalte geworden, wie man in einem Kommissionsdokument lesen kann. Europol solle die Mitgliedstaaten bei der Identifizierung und Beseitigung gewalttätiger extremistischer Online-Inhalte unterstützen. Ja, und wir haben jetzt eine Situation, da treffen sich halt so einmal alle 1-2 Monate hinter verschlossenen Türen diese großen Plattformen mit der EU-Kommission. Es liegen so verschiedene Sachen auf dem Tisch und wir haben das Problem, dass halt da mehr oder weniger wahrscheinlich hinter versteckten Türen so eine Art Pferdehandel stattfindet. Nenn das so Horse Trading behind closed doors, Pferde, also wenn halt bei irgendwie so Sachen sind, also wenn ihr die Überwachungsschnittstellen nicht haben wollt oder wenn eure Krypto jetzt noch gerade so sicher sein soll, dann müsst ihr uns aber bei anderen Sachen ein bisschen entgegenkommen und so weiter. Wir versuchen seit einer Zeit lang, wie jetzt schon 10 Minuten noch, nur noch, na gut. Wir versuchen eine Zeit lang über das EU-Informationsfreiheitsgesetz Sachen anzufragen dazu. Das hat man abgelehnt mit der Sache, that releasing publicly details about its engagement and cooperation with industry results in these industry representatives potentially becoming subject to threats by terrorists. Die EU-Kommission bezieht sich darauf, weil halt mittlerweile Facebook, Google, YouTube, Twitter ganz viele IS-Accounts löschen, dass dann auf Twitter irgendwie Mark Zuckerberg Morddrohungen bekommt. Und das ist der Grund, warum wir nicht erfahren dürfen, was beim Forum Internet passiert. Kein Scherz. Ne, kann man halt nachlesen. Vor allen Dingen, wir fanden das halt dann nicht so lustig, als dann erklärt wurde, also wir können euch leider nicht sagen, was passiert, wir müssen hier echt um die Sicherheit der Verhandlungspartner uns Sorgen machen. Ja,
um das Argument zu unterstützen, twittert dann halt die EU-Kommission erstmal ausführliche Bilder von sämtlichen Teilnehmern, damit man sehen kann, wie schön sie da gerade am Verhandeln sind. Das sieht noch relativ klein aus. Wenn man draufklickt, sieht man es halt ganz groß. Der Ombudsmann oder die Frau der EU hat da jetzt ein Verfahren eingerichtet, weil Kirsten Fiedler von etri.org, die auch bei uns ab und zu mitschreibt, sich da beschwert hat, weil sie meinte, das ist eine große Verarschung und das verletzt ihr Recht auf Informationsfreiheit. Und der Ombudsmann ermittelt jetzt. Parallel fing dann in diesem Jahr an, nochmal unser Innenminister Druck zu machen. Das sagte er im Morgenmagazin. Ja, wir sind intensiv mit Providern im Gespräch, Anleitung, Bomben bauen, kennt man alles noch von Zensosula und so weiter, muss aus dem Netz verschwinden. Und dass die Provider immer sagen, Meinungsfreiheit, ne? Und er so, aber ich halte das nicht für überzeugend. Wir wollen, dass die Provider selbst eine Haftung und Verantwortung dafür übernehmen, wenn Straftaten in ihrem Netz stattfinden. Ne? Man kann auch übersetzt sagen, also das, was er da im Morgenmagazin gesagt haben, haben wir dann damals mal übersetzt. Schöne Plattformen haben sie da. Wäre doch schade, wenn sie für die Inhalte ihrer Nutzer haften müssten. Und da sind wir wieder bei dem Pferdehandel, ne? Dass halt irgendwie Druck aufgebaut wird auf die Plattformen so von wegen so, ey, macht mal, weil sonst machen wir das halt, gehen wir ans Haftungsprivileg ran, was die Urheberrechtslobby eh schon die ganze Zeit versucht. Da gibt es personelle Überschneidungen, auch im Innenministerium, wer irgendwie von der CDU für Urheberrechtsdurchsetzung ist und jetzt auf einmal Antiterror-Durchsetzung macht, Günther Krings und so weiter. Naja, auf jeden Fall ist jetzt eines der Probleme, das waren alles so gute Argumente, die was gebracht haben, weil seit letzten Monat gibt es auf einmal sogenannte Upload-Filter. Wir nennen sie Zensurfilter. Die Upload-Filter bei Facebook, Twitter, YouTube und Co. Sind vergleichbar, da bauen auf der Technik von Foto-DNA auf. Foto-DNA ist so ein Microsoft-Facebook-Projekt, kommt aus der Kinderpornografie-Verfolgung. Man kann halt Bilder mit einem Hashwert erzeugen und in Datenbanken abgreifen. Naja, und jetzt haben halt die großen Plattformen so eher unbemerkt von der Öffentlichkeit so Upload-Filter schon mal überall installiert und kriegen halt Sperrlisten in einer Zensurdatenbank und alle Bilder, Videos, die hochgeladen werden, werden halt abgeglichen, ob sie halt in dieser Datenbank drin ist, die halt, naja, von Polizeibehörden bestückt werden. What could possibly go wrong, ne? Die Anbieter verpflichten sich dazu, also alles irgendwie in die Datenbank aufzunehmen, alle Inhalte, die höchstwahrscheinlich gegen alle Inhaltsrichtlinien von Facebook, Twitter, YouTube und so weiter verstößen. Wenn man sich diese Inhaltsrichtlinien aber anschaut, diese Community-Standards, hat man das Gefühl, da fällt eh schon alles drunter, was es passieren könnte. Naja, Problem natürlich auch, keiner kontrolliert, was auf diesen Upload-Zensur-Filter-Listen drauf ist. Keiner kümmert sich so wirklich drum. Okay, das ist halt das eine. Also eigentlich das, was wir damals versucht haben, bei Zensursula zu verhindern auf DNS-Ebene, ist jetzt bei den ganzen Plattformen in diesem Monat installiert worden. Parallel haben wir noch das Problem, Monika Hohlmeier, CSU-Abgeordnete, Tochter von Franz Josef Strauß, ist leider zuständig für die Antiterrorrichtlinie. Eine Richtlinie, die auf EU-Ebene im Schnelldurchgang wegen Terror und so weiter durchgepeitscht wird, mehrheitlich irgendwie hinter verschlossenen Türen. Und die hatte dann auch zwischendurch die Idee, Netzzensur-Infrastruktur für DNS reinzubringen. Das konnten wir, indem wir halt irgendwie Vorab-Versionen veröffentlicht und dementsprechend kommentiert hatten, verhindern. Jetzt gibt es da zusätzlich noch Formulierungen drin, dass halt Mitgliedstaaten selbst bestimmen können, ob sie Netzzensur bringen können. Aber das Hauptproblem oder eines der Hauptprobleme dieser Terrorrichtlinie, die halt auch keiner auf dem Schirm hat, die nächsten Monat beschlossen wird und dann umgesetzt werden muss, ist, es gibt da eine Definition, was ist Terrorismus? Ihr könnt euch vorstellen, ist alles halt ein bisschen relativ, ne? Bei uns ist halt der Islamische Staat eindeutig Terror, in China ist halt der Dalai Lama eindeutig Terror, der bei uns aber wiederum Preise bekommt und so weiter und so fort, so, ne? Das andere Problem ist halt noch, dass halt aus unserer Sicht bestimmte Formen von zivilen Ungehorsam oder Aktionen wie hier Besetzung von einem Braunkohlelager oder Steinkohle, also ich glaube irgendwas mit Kohle, halt auch Protest sei, Terror sein könnten. Und dann gibt es noch den Punkt Illegal System Interference.
wo halt Online-Proteste, wie seinerzeit die Operation Payback von Anonymous gegen Visa und Mastercard mit DDoS-Attacken und so weiter, was aus unserer Sicht zumindest, die war nicht angemeldet, aber man kann sie als politische Demonstration im Netz betrachten. Hätte man sie angemeldet, hätten wir auch bessere Chancen gehabt, damit rechtlich durchzukommen, aber es war eine internationale Sache. Aber dass sowas auf einmal auch schon Terror ist und gegen sowas dann auch diese Upload-Filter, Zensurfilter eingesetzt werden kann. Zusätzlich ist natürlich in dem Dokument, wo es um die Terrordefinition geht, mehrfach von Public Provocation die Rede. Natürlich auch meine Frage, ist so jedes Posting von Fefe irgendwie eine Public Provocation und müsste man da jetzt mal Terror irgendwie Richtlinie in Kraft bringen? Naja, auf jeden Fall, ich muss ein bisschen beeilen. Was halt auch Mitte des Jahres brachte dann man mal ein Verhaltenskodex zur Bekämpfung illegaler Hassrede noch gemeinsam auf den Weg. Damals waren auch schon Fake News irgendwie dort thematisiert, dass man halt als Plattform auch gerne mehr Richtung Fake News und Counter-Narratives machen kann. Fake News, gerade großes Thema geworden. Wir denken ja immer an Postillion, andere denken an Renate Künast. Das ist halt das eine. Das andere, nochmal das letzte Thema, wo ich jetzt nochmal zurückgehe. Was hat das Ganze mit Urheberrecht zu tun? Naja, also, wir hatten ja unseren besten Mann nach Brüssel geschickt, um das Internetproblem zu lösen. Günther Oettinger hat sich auch alle Mühe gegeben, mit der Vorlage für die EU-Urheberrechtsreform es zu schaffen, nach 15 Jahren Stillstand einen noch schlechteren Reformentwurf vorzulegen, der halt den aktuellen Status noch schlechter macht, was keiner für möglich hielt. Unter anderem geht es darum, naja, man möchte jetzt alle Plattformen verpflichten und nicht nur die großen, so eine Art Upload-Filter einzurichten, um mal durchzugucken, ob jetzt alles, was hochgeladen wird, auch urheberrechtlich geschützt ist und nicht von jemandem besitzt, also wo jemand nicht die Rechte dran hat. Man lädt das Ganze an der Content-ID an von YouTube. Das Problem ist, das soll für Video- und Fotoplattformen gelten. Das betrifft aber genauso gut die Wikipedia. Und stellt euch mal vor, wie gut die Wikipedia funktioniert, wenn sie darauf verpflichtet wird, bei jedem Upload erstmal zu überprüfen, ob denn jetzt nicht die Urheberrechte von jemandem verletzt werden könnten. What could possibly go wrong? Günther Oettinger ist jetzt schon eine Zeit lang, jetzt bald weg. Sein Entwurf ist leider immer noch da. Der wird halt jetzt weiter diskutiert. Wir haben dann währenddessen auch schon die nächsten Sachen. Teaser, das hatten wir zusammen mit Greenpeace geleakt. Und dafür haben sie freundlicherweise unser Logo auf ein Atomkraftwerk drauf gesprüht. Hat man auch nicht jeden Tag. In Teaser gibt es gerade, also Teaser ist ein Freihandelsabkommen mit 26 Staaten inklusive EU. Da haben die USA kurz vor Schluss den Vorschlag reingebracht, mal interaktive Computerdienste zu definieren. Laut Definitionen sind damit alle Plattformen gemeint, auf denen mehrere Nutzer gleichzeitig auf einen Server zugreifen können. Und diese Dienste und ihre Nutzer sollen nicht mehr dafür haften oder sich rechtfertigen müssen, welche Inhalte sie löschen oder blockieren, solange sie sie nicht selbst erzeugt haben. Mit anderen Worten, man möchte dann sozusagen, wenn das alles dann freiwillige Kooperationen sind und Facebook und Co. dann anfangen, irgendwie all diese freiwilligen Sachen zu löschen, dass sie auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Sie müssen dann dafür nicht verantwortlich gemacht werden, wenn sie Inhalte lediglich für schädlich oder anstößig befinden. Kann sich halt vorstellen, ne, Facebook, wenn die halt nach ihren Moralvorstellungen alles löschen, naja, kennt man ja, weibliche Brüste verboten, männliche erlaubt und so weiter. Na gut, ich komme zum Ende. Eigentlich sieht alles ziemlich scheiße aus. Eigentlich, es ist auch so. Wir erwarten im nächsten Jahr bis zu 10 verschiedene EU-Gesetzgebungsprozesse von Überwachungsschnittstellen über die E-Privacy Directive, die Copyright-Reform, Plattformregulierung, die viel mehr Aufmerksamkeit brauchen. Wir brauchen auch Counter-Narratives, um in der Sprache von der EU-Kommission zu bleiben. Welche Antworten wir haben, wie man auf Upload-Filter verzichten kann. Damals die Zensur-Debatte, die haben wir gedreht, indem wir Löschen statt Sperren hatten. Wir brauchen solche Antworten auf terroristische Propaganda vom Islamischen Staat. Wir sind leider zu wenige, um
für alle Probleme in der Welt, von Fake News bis sonst wie, irgendwie auch sofort die Lösung präsentieren zu können. Also wir brauchen eigentlich mehr Menschen, die mitdenken, kritisch mitdenken und sich auch Alternativen überlegen. Solange sagen wir immer, nicht aufgeben. Wir haben die große Herausforderung, dass in Zeiten, wo Demokratien, unsere Demokratien immer unstabiler werden, parallel riesige Zensur-, Kontroll- und Überwachungsapparate installiert werden. Und wir sind diejenigen, die wissen, what could possibly go wrong? Dagegen müssen wir ankämpfen. Wir machen das auf Netzpolitik. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wir suchen noch fleißige Spender, gerne mit einem Dauerauftrag. Ja, ich darf nicht weiterreden. Die Türen sind jetzt auch gleich wieder geöffnet. Vielen Dank fürs Zuhören. Fight for your digital rights. Setzt euch ein, bekehrt andere. Viel Spaß auf dem Kongress noch. Gute Heimfahrt. Vielen Dank, Markus. Wir haben eine Frage aus dem Internet. Single Angel, bitte. Doch keine Frage. Wir haben keine Frage, sorry. Juhu. Okay, dann vielen Dank. Gebt ihm nochmal einen schönen Applaus für den guten Vortrag und...